Moin Leute, willkommen zu einer neuen Mod-Vorstellung hier auf meinem Kanal. Heute gibt es von RD Modding den VW Golf GTI 2014 Edition oder den VW Golf RD Edition ganz normal. Dann gehen wir mal in die 2014er Edition rein. Da sehen wir einige Unterschiede zum VW RD Edition. Das zeige ich einfach jetzt mal. Also als allererstes können wir hier einen Passagier oder eine Passagierin mit einbauen. Da sitzt sie dann. Das ist einmal Melissa und da war keiner. Dann können wir noch einen Truck Cover nehmen. Das Ganze ist... Genau. Das Ganze ist das Ding hier hinten. Also sozusagen dieses... Naja, damit man da nicht reingucken kann. Dann kann man noch Accessoires, oder wie auch immer das ausgesprochen wird, nehmen. Da kann man ein iPhone 5 und ein iPhone 6 reinpacken. Das liegt in einer Mittelkonsole. Dann können wir ja noch eine Anhängerkupplung mit einbauen. Das Ganze sieht so aus. Oder halt keine, ne? Reifenvariante können wir dann hier einmal Stock nehmen. Dann können wir Rim 2 und Rim 3 nehmen. Das war's. Und dann können wir noch unzählige Farben da einstellen und ein Kennzeichen natürlich auch noch. Dann kommen wir zu der ganz normalen Edition. Das ganze Ding können wir ebenfalls mit einer Melissa ausstatten. Wir können da wieder ein Truck Cover mitnehmen. Wir können ebenfalls wieder ein iPhone 5 oder ein iPhone 6 in die Mitte legen. Wir können einen... das hier macht die Anhängerkupplung. Und wir können auch die Reifen nochmal verändern. Im Grunde genommen von den Ausstattungen ist es das gleiche, aber ein bisschen anders ist er dann eben doch noch. Hier stehen die beiden Autos und da seht ihr jetzt, ich habe mal einen mit einem Beifahrer genommen. Von vorne, die sehen schon noch ein kleines bisschen anders aus, ne? Noch ein kleines bisschen, aber es ist dieses kleine bisschen. Ich würde sagen, wir steigen mal erst in die 2014er Edition, das ist die da ein. Dann können wir mit X die Heckklappe öffnen und natürlich auch wieder schließen. Ich würde sagen, wir hören uns mal den Sound an. Ja, klingt halt nach einem normalen LS22 Autosound. Ich würde sagen, wir fahren mal nochmal, ne? Das ganze Ding kann übrigens auf 120 km/h beschleunigen. Und Blinker sehen so aus. Und dann hat das ein Automat rein, damit die schneller beschleunigen kann. Na, also das ist schon einiges. Das bei 120 km/h ist immer schwer zu lenken. Ja, nicht so. Muss man eher so einen Kreis haben wahrscheinlich, dann würde es können gehen. Ja, also wie gesagt, 120 km mit dem Gefährt fahren. Ja, und dem anderen Gefährt, dass sie gleich schon mal gefahren kann, ist ja gar nicht so schnell. Nicht möglich. Was sagen wir uns, die Dinger hier, die sind ein bisschen, komisch aus. Gut, dann würde ich sagen, steigen wir mal den anderen ein. Hier lässt sich übrigens ebenfalls die Heckklappe mit X öffnen und wieder schließen. Ansonsten ist das Ding genau gleich von innen. Hat der übrigens ein neues Lenkrad drin, da können wir mal ganz den alten gehen. Genau, ja, wir zeigen das noch, das alte Lenkrad hier, mit den ganzen alten, da muss ich sagen, Animation, da muss ich sagen, ist ein bisschen unscharf gemacht, das Ganze da am Rand und so. Ne, das geht definitiv noch besser hoch. Genau, es geht definitiv noch besser. So, jetzt kommen wir mal hier rein, da waren wir eben schon mal drin. Ne, das ist schon ein bisschen neuer, das Ding. Und so sieht die Beifahrerin aus. Hier liegt das Handy,
Ja, und ich würde sagen, wir starten das ganze Ding mal. Und ihr merkt, es hört sich direkt mal anders an. Ich würde sagen, dann fahren wir. Ach, das, der kann übrigens 130 fahren. Die Sicht aus dem Ding ist irgendwie ein bisschen schlecht. Weil einfach die Scheibe auch wieder zu klein ist über jedem mit dem Auto. Und er ist 22. Wo man einfach zu tief sitzt, sozusagen. Ah, ihr seht, das Tacho zeigt jetzt 128 an, das ist von LS22. Zeigt 129 an. Er zeigt die beiden 129 an. Man kommt auf jeden Fall ziemlich schnell von A nach B, das kann man definitiv festhalten. Tempomat drin und außen ist ganz gut. Aus. Okay, jetzt kommt hier keiner von vorne. Also, das ist keine Pferde, die kommen von dem Haufen. Hier ist ja schon wieder der Stopp. Ja, auch mit dem. Naja, besser als mit dem anderen, aber kann man eigentlich nicht driften. Wird schwierig. So, Licht ist bei beiden übrigens gleich. Das ist eine Berührung. Finde ich reicht. Ja, ansonsten würde ich sagen, ja, gibt es dazu gar nichts mehr zu sagen. Lasst gerne einen Daumen und ein Abo da. Und dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge und ciao.